erst nochmal herzlich willkommen zu dieser Sitzung Europäische Phytotherapie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich denke, viele, die hier sind, wissen, ich leite hier den Masterstudiengang an der Akademie und ich freue mich wirklich sehr, dass Professor Gündling, der den Studiengang Naturheilkunde leitet und damit eigentlich die Flagge der Naturheilverfahren im akademischen Bereich in Deutschland wirklich maßgebend mitträgt. Und sie sind auf vielen Konferenzen und engagieren sich da ganz, ganz stark. Und dass Sie in Ihrem engen Zeitplan es eingeplant haben, hierher zu kommen, geht da schon. Wirklich nochmal ganz herzlichen Dank. Ich danke für die Einladung. Und unser Ziel ist ja eben auch, den Ayurveda ein Stück weit zu vernetzen und zu integrieren und nicht abzugrenzen und zu sagen, so hier ist die reine ayurvedische Lehre, in der wir nur den indischen Traditionen folgen oder nur indische Pflanzen benutzen, sondern wir wollen ja unseren Blick eigentlich öffnen. Und deswegen haben wir eben seit einigen Jahren immer wieder solche Sitzungen und Veranstaltungen im Rahmen dieses Ayurveda-Symposiums, wo wir eben mal sagen, jetzt gucken wir über den Zaun, ja, unseren eigenen Zaun und gucken, was ist in der modernen europäischen Naturheilkunde vorhanden, was ist auch in den Traditionen vorhanden, und sodass wir wirklich miteinander arbeiten und dass wir voneinander lernen können. Und ich finde, da kann auch in der Zukunft etwas Konstruktives entstehen. Und es gibt ja diese alte Aussage, dass eben die Natur eigentlich in jedem Land die Pflanzen bereitstellt, die sozusagen für die Krankheiten des Landes auch zuständig sind. Und von daher... Und es gibt eben auch viele Pflanzenarten, wo es ähnliche Variationen in Europa gibt. Es gibt auch wiederum europäische Pflanzen, die sowieso auch in Indien wachsen. Und es gibt natürlich die Pflanzen, die nur in Europa da sind und die nur in Indien da sind. Also wir haben da wieder ein ganz breites Spektrum an Möglichkeiten. Aber ich erinnere an die kleine Geschichte des Arztes Jivaka, der eben ausgeschickt wurde, und mit der Aufgabe, die Pflanzen zu bringen, die keine Heilwirkung haben. Und er kam dann nach einer Woche wieder und sagte, er hat nichts gefunden. Und er war dann der Beste seines Jahrganges in der Ayurveda-Ausbildung. Und das ist eigentlich diese innere Haltung. Ja, wir können von all dem, was wir auch in dieser reichen europäischen Tradition haben, auch wenn die teilweise ja Brüche hat, ja, wo historische Fäden so manchmal auch dann verloren gegangen sind und dann später erst wieder aufgenommen wurden. Aber wir haben trotzdem auch hier eine sehr reiche Tradition und hoffen da eigentlich davon zu lernen. Vielen Dank für die Einladung hierher. Vorgestellt haben Sie mich ja schon kurz. Ich bin hauptberuflich immer noch niedergelassener Arzt, also hausärztlich, internistisch hausärztlich, der dicke Allgemeinarzt. Und habe so als Hobby sozusagen seit 12 Jahren hier diesen Studiengang inne als Studiendekan. Der einzige Masterstudiengang in ganz Deutschland, der tatsächlich für klassische Naturheilverfahren ausbildet, gibt es sonst nicht mehr. Es gibt noch Bachelorstudiengänge, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber es gibt keinen, der auf dem Science-Niveau, also auf dem Master of Science, auf dem wissenschaftlichen Niveau tatsächlich naturheilkundlich ausbildet. So die Brücke, der Grund, warum das überhaupt geschehen ist, war so die Brücke, es gibt keinen Facharzt für Naturheilkunde. Ja, es gibt Fachärzte für Allgemeinmedizin, für Innere Medizin, für Chirurgie, alles Mögliche. Und es gibt eine Zusatzbezeichnung. Und diese Zusatzbezeichnung ist halt eine sehr, sehr niedrige Hürde, sehr, sehr einfach, in wenigen Wochen zu erreichen. Viele Ärzte, die das machen, haben es aus Marketinggründen gemacht, haben eigentlich keine wirkliche Ahnung von der Naturheilkunde. Und wir haben diesen Masterstudiengang geschaffen als Zwischenstück, um einfach tatsächlich die Naturheilkunde auf einem akademischen Niveau nochmal auszubilden. Und vielleicht hat ja jemand Lust und Interesse, da vielleicht einmal einzusteigen. So, meine Ausführungen zu diesem Thema. Ich habe Ihnen einen kleinen Überblick gemacht. Ich möchte Ihnen zunächst mal wenigstens eine Folie zeigen, die so einen Überblick gibt, welche pflanzenheilkundlichen Mittel gibt es denn, evidenzbasiert, das heißt wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, was sie können, in dem Bereich, den wir heute bearbeiten wollen, im Herz-Kreislauf-Bereich. Ja, was gibt es denn da überhaupt? Und ich möchte Ihnen, um überhaupt auch nochmal so zu verstehen, was wollen wir denn beim Herzen oder im Herz-Kreislauf-Bereich überhaupt erreichen, möchte ich Ihnen so ein bisschen einen kleinen Blick mal ermöglichen auf die Alterungsprozesse am Herzen.
Die betreffen uns alle, die betreffen unsere Patienten natürlich, aber betreffen auch uns alle. Und mit diesem Hintergrund kann man vielleicht auch viele Wirkungen besser verstehen und viele Notwendigkeiten, auch was geschehen muss. Und ich möchte Ihnen natürlich auch ein bisschen Studien zu dem Thema zeigen. Das heißt, wir müssen unsere Verfahren, die wir schätzen und anwenden wollen, die müssen wir wissenschaftlich begründen. Wenn wir das nicht machen, wenn wir so machen, wie es vor 30 Jahren noch gemacht wurde, dass man sagt, wir wissen doch, dass es funktioniert, wir haben doch Erfahrung. Das ist ganz nett und ist auch wichtig, die Erfahrung, aber sie reicht heute nicht mehr. Wir brauchen wissenschaftliche Daten dazu und dass es die gibt und zwar in Hauf, zu Hauf gibt, ja. Das, was man immer wieder hört von Patienten, vor allem von Kollegen, das ist doch alles nicht bewiesen, ist Quatsch. Gucken Sie mal zu einzelnen Pflanzen, die ich Ihnen gleich zeigen werde, mal nur ein, zwei Sachen in PubMed, ja, der großen Bibliothek, der elektronischen nach. Und Sie werden Hunderte von Studien zu diesen Pflanzen finden. Hunderte zu einer Pflanze, zu einer Indikation, was überhaupt keiner kennt, weil man es nicht bekannt macht. So, hier zunächst mal der Überblick, was machen wir denn und was ist denn auch tatsächlich wissenschaftlich heute nachweisbar. Und wir fangen mal an mit dem Thema Herzmuskelschwäche, also Herzinsuffizienz und Koronarinsuffizienz, das heißt durch Blutungsstörungen am Herzen. Und da spielen vor allem zwei Gruppen eine Rolle. Das ist einmal der Weißdorn, Crataegus oxycanda und Monogyna, das sind so die hauptverwendeten Arten. Und dann eben Digitaloide. Digitalis ist roter Fingerhut, aber es gibt andere Digitaloide, zeige ich Ihnen gleich nochmal. Und dann gibt es ein Krautherzgespann, was auch so, sagen wir mal, Schwerpunkt, Einsatzgebiet im Bereich nervöse Herzbeschwerden, wirkt auch ein bisschen gegen zu hohen Blutdruck beispielsweise, wirkt auch, ist ein bisschen angstlösend in dem Bereich, also Herzangst auch, also solche nicht organisch bedingten Herzbeschwerden, da hat das einen großen Stellenwert. Gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Dann so der Klassiker bei niedrigem Blutdruck, bei Kreislaufstörungen, wie man manchmal sagt, also niedrigem Blutdruck, ist eine Kombination aus Kampfer und Weißdorn, wobei diese Weißdorn-Zubereitung zu der evidenzbasierteren, sage ich jetzt mal, zu dem, was monografiekonform, ist auch nochmal so ein schwieriges Wort, es gibt eine eigene Kommission im Bundesgesundheitsministerium, das ist die Kommission E. Und die hat das gesamte wissenschaftliche Material für einzelne Pflanzen gesammelt und hat gesagt, das reicht aus, um eine Pflanze wissenschaftlich anwenden zu dürfen, aus wissenschaftlichen Gründen, oder es reicht nicht aus. Und alles, was positiv monografiert wurde, heißt, das sind wissenschaftliche Daten, die reichen. Das ist noch deswegen noch kein Arzneimittel, das muss trotzdem noch geprüft werden und sowas. Aber es sind Daten, die sagen, zumindest ist es eine Heilpflanze, die aus der Erfahrung heraus, dass das Nebenwirkungspotenzial deutlich die Wirkung überwiegt und keine Gefahr von der Pflanze ausgeht auch. Ja? Und die Weißdornfrüchte haben diese Monografiekonformität nicht bekommen, die sind aber hier mit drin, während sie oben bei den Blüten und Blättern zum Beispiel nicht drin sind. Ja? Da komme ich vielleicht später nochmal kurz darauf. Dann eben auch zum Kreislauf dazugehören sind natürlich Durchblutungsstörungen. Das gilt sowohl für periphere Durchblutungsstörungen, also Raucherbein beispielsweise, Schaufensterkrankheit, solche Sachen. Da ist der Ginkgo zugelassen, insbesondere aber auch natürlich für Durchblutungsstörungen im Gehirn. Also alles, was mit Durchblutung zu tun hat, außer dem Herz selber, da ist es der Weißdorn, da ist Ginkgo und da gibt es ebenfalls hunderte und aberhunderte Untersuchungen weltweit, auch aus dem asiatischen Bereich, weil es ist ja eine asiatische Pflanze, die bei uns zwar sehr gut wächst und die es auch in vielen Parks und sowas gibt, aber die ursprünglich nicht europäisch ist. Und deswegen gibt es da auch ureigene Forschungen in dem Bereich. Dann wieder so eine klassische europäische Pflanze, haben wir ja hier auch stehen, habe ich gesehen, steht ein schöner Kastanienbaum draußen vor dem Neubau drüben. Der Rosskastaniensamen, also die klassischen Rosskastanien, sind eine der wichtigsten pflanzlichen Teile für Venenkrankheiten. Es gibt noch andere, rotes Weinlaub beispielsweise, Mäusedorn beispielsweise, können wir auch dabei noch nennen, sind auch wissenschaftlich mittlerweile schon untersucht. Rosskastaniensamen am besten, gibt es gute Studien, die belegen, dass der genauso wirksam ist wie ein Kompressionsstrumpf, zum Beispiel bei der Verhütung von Thrombosen. Und auch bei der Verhütung von schweren Beinen, von Schwellungen und von solchen Sachen, weil er endothelabdichtend wirkt. Dann der hohe Blutdruck, da gibt es als
auch nicht-europäische Pflanze, den Schlangenwurz oder das Reserpin, was da drin ist, gibt es auch in schulmedizinischen Arzneien. Heute spielt es eine geringere Rolle, aber es gibt es immer noch. Und interessanterweise der Knoblauch, der ja auch gegen Arteriosklerose, gegen hohes Cholesterin eingesetzt wird, hat auch was zu tun mit hohem Blutdruck. Letzten Endes könnte man auch andere Pflanzen, ich habe es beim Herzgespann schon dazu gesagt, man könnte es beim Weißdorn noch dazu nehmen, weil Weißdorn wirkt Blutdruck normalisierend. Der wirkt bei niedrigem Blutdruck anhebend, bei zu hohem Blutdruck senkend durch den peripheren Widerstand, den er bekämpft, zeige ich Ihnen aber auch noch mal gleich. Und damit haben wir so eigentlich einen bunten Strauß an Möglichkeiten, die wir nicht nur aus Erfahrung kennen, sondern wo wir tatsächlich wissenschaftliche Daten dazu haben, dass es funktioniert. Nur nicht alles funktioniert so gut, wie man es gerne möchte, aus mehr technischen Gründen. Und beim Knoblauch können Sie vielleicht schon ahnen, was der technische Grund ist, warum er nicht so häufig eingesetzt wird, obwohl er gut funktionieren würde, weil ich brauche Dosen. Selbst wenn Sie die als Kapsel nehmen, wo Sie überhaupt keinen Geruch im Mund haben, brauchen Sie Dosen, das ist Schwefel, Schwefelverbindungen, die da drin sind, Allicin, die treten Ihnen über die Haut aus. Und ich habe Patienten erlebt, die wirklich keine Chemie wollten, die rein naturheilkundig behandelt wurden. Wenn sie in deren Wohnung reinkamen, sind sie gegen eine Wand gelaufen. Ja? So war der Geruch, obwohl die keinen Knoblauch gegessen haben, sondern nur die Tabletten genommen haben. Aber Sie brauchen Dosen, die Sie nach außen hin, die sind nicht mehr sozial verträglich, sag ich mal. Ja. Kann ja mit ein Grund sein, dass das Herz, dass es dem Herzen dann besser geht. Die Leute lassen Sie in Ruhe. Ja, keiner kommt mehr, der Sie ärgert. Aber ich weiß nicht, ob das jedermanns Sache ist. So, jetzt machen wir mal diesen kleinen Schlenker zum Thema Alterungsprozesse. Einfach nochmal ein bisschen Wiederholung, Anatomie, Physiologie. Wenn wir älter werden, dann altert natürlich das Herz mit und das bedeutet, die Zahl der Herzmuskelzellen wird weniger. Und zwar von Tag zu Tag letzten Endes. Und das wird kompensiert so ein bisschen durch Einlagerung bestimmter Stoffe, durch Amyloid, Lipofuscin, Kollagen, Fibrose. Das bedeutet, Muskel wird umgebaut in Bindegewebe, also er verschwindet nicht einfach und ist dann ein Loch da oder so, sondern es wird bindegewebig umgebaut. Und das bedeutet, obwohl die Zahl der Muskelzellen kleiner wird, obwohl der Muskel kleiner wird, wird das Herz größer. Das Herz wird dicker, die Wände werden dicker und zwar nicht nur nach außen. Wenn Sie ein Röntgenbild von einem älteren Menschen sehen, sieht man das teilweise, dass das Herz so richtig nach außen gewölbt ist, sondern auch nach innen. Die Herzhöhlen werden kleiner. Und dass diese Herzhöhlen kleiner werden, sowohl im Vorhof als auch in der Kammer, bedeutet, das Herz kann nicht mehr so viel auf einmal pumpen. Man spricht von einer diastolischen Störung. Ja, die Diastole, die Füllungsphase des Herzens ist gestört, weil die Höhle zu klein ist. Das bewirkt diese zunehmende Wanddicke, die Abnahme der Muskulatur führt letztendlich zu einer Schwächung. Und interessanterweise ist es so, wenn die Arbeiter weniger werden, werden die Antreiber häufig mehr. Ja, das kennen wir aus Betrieben auch. Und hier ist es auch so, die Sinuszellen, die Schrittmacherzellen, nehmen zu. Bei weniger Muskulatur mehr Schrittmacher. Was bedeutet das für die Funktion? Zunächst mal muss man sagen, auch diese gesamten Alterungsprozesse, wie sie ablaufen, wie sie eben hier waren, wie gesagt, es tritt bei jedem so auf, macht bei einem gesunden, herzgesunden Menschen auch mit 95 oder mit 100 Jahren keine Beschwerden. Ein 100-Jähriger, der ein gesundes Herz hat, merkt von seinem Herzen in Ruhe nichts. Aber in Belastung macht sich natürlich bemerkbar. Und das kommt dadurch, dass eben dieses eben schon angesprochene Herzschlagvolumen und zum Zweiten eine Störung oder ein Alterungsprozess, müsste man eher sagen, der im Gefäßsystem stattfindet. Das Endothel ist die Schicht, die Schleimhautschicht, die unser Gefäßsystem auskleidet. Und die produziert unter anderem Stickoxide, also NO, das ist ein Stickoxid, Nitro, kennen Sie als Nitrospray beim Herzinfarkt oder im Herzenge, ja, wird das ja auch eingesetzt, das produziert das Endothel, um eben die Gefäße weitzustellen, das, was Nitro eben auch macht. Macht eine verbesserte Durchblutung. Und das funktioniert eben nicht mehr so gut. Das heißt, die Produktion von Nitro geht runter, dadurch steigt der Gefäßwiderstand, weil das Gefäß sich nicht mehr so erweitern kann. Und damit steigt eben auch der Blutdruck, weil die Peripherie eben nicht mehr so aufgeht. Muss mehr Druck gemacht werden. Ja? Und das bedeutet, insbesondere unter Belastung geht die Herzleistung runter. Das ist eben diese diastolische Funktionsstörung. Und wir können das heute sogar im Labor nachvollziehen. Es gibt
ein Peptid, ein Hormon letzten Endes, man könnte sagen ein Herzhormon, was wir messen können. Und wir können an der Höhe dieses Herzhormons, das nimmt nämlich zu im Alter, aber insbesondere bei Herzerkrankungen, schon ablesen, ob ein Herz geschwächt ist, ob ein Herz krank ist, also selbst im Blut, wie gesagt, was wir sonst nur am EKG, Belastungs-EKG, Ultraschall und sowas konnten, ob ein Herz, wie gesagt, diesbezüglich gestört ist. Und es gibt eben auch zusätzliche Untersuchungsmöglichkeiten, das ist die Herzfrequenzvariabilität, das ist die Anpassungsfähigkeit des Herzens an gegebene Situationen, zum Beispiel eben, ob sie aufstehen oder sich hinsetzen oder in Ruhe sind, ob sie einatmen oder ausatmen, das Herz reagiert darauf. Mit ein bisschen kürzeren, schnelleren Puls oder eben langsamen Puls. Das passt sich immer an. Und je älter unser Herz wird, desto starrer wird es, desto mehr taktmäßig und nicht mehr so anpassungsfähig ist es. Ja? Also je weniger variabel, desto biologisch älter ist das Herz. Je variabler, desto biologisch jünger ist das Herz. Und das ist jetzt nochmal wichtig zu verstehen. Es gibt keine, wissen die meisten Ärzte auch nicht, es gibt keine klare Grenze zwischen gesunder physiologischer Alterung und Pathologie. Also hier hohem Blutdruck, Linksherzhypertrophie, also zu dickem Herzen, koronare Ischämie, die Durchblutungsstörungen am Herzen. Das geht nahezu unmerklich ineinander über. Es gibt keine Grenze, die sagt, das ist noch normal und das ist schon problematisch, ist schon krankhaft. Und Sie kennen vielleicht die Diskussion zum Blutdruck bei älteren Menschen, sodass manchmal gesagt wird, hier Limit ist auch da 120, dann andere sagen, nee, das muss mindestens 140 sein, wieder andere sagen 150, 160 geht auch noch. Also es ist immer so eine Diskussion hin und her. Beides hat seine Berechtigung. Natürlich, wenn der Blutdruck niedriger ist, wird das Herz weniger belastet. Andererseits, wenn ich den Blutdruck künstlich senke, verschlechtere ich die Durchblutung. Ja? Weil das Herz macht ja keinen hohen Blutdruck, weil es gerade nichts anderes zu tun hat, weil es Spaß daran hat, hohen Blutdruck zu machen, sondern weil in der Peripherie der Sauerstoff fehlt, ja? Weil da nichts ankommt. Dann muss es mehr Druck machen, ganz logische Folge. Und anstatt ursächlich zu behandeln, geht man symptomatisch ran, senkt den Blutdruck, alles ist gut. Ja? So wie im Auto, Öllampe brennt, schraubst raus, alles ist gut. Ja? Das ist vielleicht nicht die richtige Herangehensweise. Und ich habe Ihnen noch eins mitgebracht zu den Grundlagen, weil, wie gesagt, muss man verstehen, wenn man weiß, wie man da dran gehen soll. Das ist die neueste Definition, was Herzschwäche ausmacht. Es stammt von der American Heart Association von 2011, also noch relativ frisch. Und wenn Sie die jetzt angucken, wenn Sie Herzinsuffizienz, ich habe Ihnen jetzt nicht alle Daten mitgebracht, aber ich kann Ihnen sagen, die hat eine extrem schlechte Prognose. Also ein Mensch mit einer Herzschwäche, was man häufig so als Altersherz und nicht so schlimm ansieht, der hat eine Prognose, innerhalb von 4 Jahren, selbst mit einer leichten Herzschwäche, innerhalb von 4 Jahren sterben 50% dieser Menschen. Menschen mit einer schweren Herzinsuffizienz sterben 50% innerhalb Jahresfrist. Das heißt, wenn Sie das vergleichen mit einem bösartigen Tumor, die allermeisten bösartigen Tumoren haben eine deutlich bessere Prognose wie die Herzinsuffizienz. Und die wird total unterschätzt. Ja, wenn jemand ein schwaches Herz hat, ja, gut, ich bin ja schon 35, ja, ich kann auch ein schwaches Herz haben oder so. Ja. Das ist, da macht man sich nicht viel draus. Wenn jemand Prostatakrebs hat, bricht die Welt zusammen. Dabei sterben die wenigsten Menschen an Prostatakrebs. Ja. Das ist, also es wird oftmals falsche Prioritäten gesetzt. Und was hier jetzt steht, ist Stadium A der Herzinsuffizienz, ist das Vorliegen eines hohen Herzinsuffizienzrisikos, ohne dass irgendwelche Veränderungen am Herzen festzustellen sind und ohne dass der Patient irgendwelche Symptome hat. Nur Risikofaktoren. Und selbst Stadium B hat der Mensch immer noch keine Symptome. Es würden erste Veränderungen am Herzen festgestellt werden, ja, strukturelle Veränderungen, wenn denn der überhaupt untersucht würde. Wird er aber ja nicht, weil er überhaupt keine Beschwerden hat. Ja, und prophylaktisch machen wir es nicht. So, das heißt, in dem Moment, wo der zu uns kommt und Probleme hat, ist der schon im Stadium C, also in einem weit fortgeschrittenen Herzinsuffizienzstadium und hat eine entsprechend schlechte Prognose. Fazit, wir können nicht früh genug anfangen, diese Dinge ernst zu nehmen und zu behandeln. Das ist das, was damit letzten Endes gesagt werden soll. So, und jetzt habe ich Ihnen mal die zwei wichtigsten Gruppen, was eben gegen diese Herzschwäche wirkt zunächst einmal, was diese wichtige
ja, Herzerkrankung sozusagen, Herz-Kreislauf-Erkrankung, die zwei wichtigsten Gruppen zusammengestellt. Das ist erstmal die erste Gruppe, diese beiden Säulen. Ich habe sie nur deswegen getrennt, weil das die stärkeren Glykoside sind, die auch als Rein-Glykoside in der Regel verwendet werden, währenddem das hier digitaloidhaltige Drogen sind, die einen gleichen Wirkmechanismus haben, auch die gleichen Nebenwirkungen leider haben, aber niedriger dosiert und eben keine Rein-Glykoside genommen werden. Also hier drüben ist es einmal der rote Fingerhut. Klassiker sind Digoxin, Digitoxin, die daraus entnommen werden oder heute auch teilsynthetisiert werden. Und zum Beispiel dann eben auch Strophantin aus dem Strophanthus, der eben auch in der Homöopathie eine wichtige Rolle spielt und der auch meines Erachtens ein großes Potenzial in dieser Richtung hat, gute Wirkung zu zeigen, wird leider ein bisschen, ja, vielleicht zurückgedrängt von der Schulmedizin. Und dann haben wir eben Pflanzen wie das Adoniskraut, wie das Maiglöckchen, der Oleander gehört zum Beispiel auch in diese Gruppe noch mit hinein, die auch digitaloide Inhaltsstoffe haben und deren Wirkung ich Ihnen gleich nochmal darstellen will. Und wir haben eine zweite Gruppe, die völlig anders wirkt, die nur eine Gemeinsamkeit mit dieser ersten Gruppe hat, nämlich, dass sie positiv inotrop wirkt, wie man medizinisch sagt, das heißt Herzmuskelkraft stärkend. Ja, das machen die beide. Sie stärken die Herzmuskelkraft. Das sind übrigens die einzigen Substanzen, die es in der Medizin gibt. Es gibt noch welche chemisch, die das ganz kurzfristig machen, die man im Notfall einsetzen kann, aber die man auf Dauer einsetzen kann, die herzmuskelstärkend wirken. Es gibt keine chemische Substanz, die das auf Dauer kann. Also jedes Herzmittel, was der Kardiologe gibt, verbessert verschiedene Sachen, schützt das Herz, aber keines kann das Herz stärken. Das können nur diese beiden Gruppen, Digitaloide und Weißdornpräparate. So, und hier habe ich Ihnen mal das Wirkprofil von diesen Digitaloiden am Beispiel von Maiglöckchen, Adoniskraut und Meerzwiebel zusammengestellt. Da ist auch Oleander noch dabei. Gilt aber genauso praktisch für den roten Fingerhut. Bei dem roten Fingerhut ist der eine Unterschied, dass das Anwendungsgebiet anders ist. Hier heißt es Anwendungsgebiet leicht eingeschränkte Herzleistung. Beim roten Fingerhut wäre es die stark eingeschränkte Herzleistung, weil der einfach noch stärker, noch intensiver wirkt. Allen gemeinsam, wie gesagt, sie verbessern die Kontraktilität, sie verbessern die Herzkraft und allen gemeinsam, sie senken die Schlagfrequenz. Das heißt, wenn ein Herz zu schnell schlägt, zu aufgeregt ist sozusagen, ja, und wir wissen auch, je schneller der Puls, umso kürzer die Lebensspanne. Also der Puls soll schon langsam sein, deswegen soll man auch trainieren, unter anderem deswegen. Also niedriger Puls ist ein lebensschützender Faktor sozusagen. Und das können die leisten, also das ist gar nicht schlecht. Ja, zumindest wenn ich einen zu schnellen Puls habe, ist es gut, wenn ich die Schlagfrequenz senken kann. Manche ältere Menschen haben natürlich auch einen zu langsamen Puls, dann wäre dieses Mittel zum Beispiel nicht gut, dann dürfte ich keine Digitales einsetzen. So, aber jetzt kommen noch zwei Sachen, die sind einfach schlecht. Und zwar negativ thromotrop, positiv batmotrop bedeutet, die Erregungsleitung, also das, wenn der Impuls gegeben wird im Sinusknoten, das Weiterleiten, das wird gestört durch Digitalis im AV-Knotenbereich und gleichzeitig wird die Erregbarkeit erhöht. Das heißt, dass es zu Extrasystolen kommt, dass es zu Störimpulsen kommt, passiert leichter. Und das bedeutet, ich habe ein ziemlich hohes Nebenwirkungspotenzial und ich habe ein hohes Intoxikationspotenzial, auch deswegen, weil ich eine sehr schmale therapeutische Breite habe. Gilt insbesondere für den roten Fingerhut. Das heißt, wenn ich ein bisschen zu wenig dosiere, wirkt es nicht. Wenn ich ein bisschen zu viel dosiere, bin ich in einem toxischen, giftigen, nebenwirkungsreichen Bereich. Ja? Das schränkt eben diese Sachen ein. Und das gilt leider eben auch für diese eher einfachen Sachen wie Maiglöckchen. Und dann kommen noch dazu eine Menge an Gegenanzeigen, unter anderem hier Elektrolytstörungen. Viele ältere Menschen bekommen Entwässerungsmittel. Und Entwässerungsmittel haben die Eigenschaft, eben Elektrolyte auszuschalten. Gerade auch Kalium. Und wenn Sie in einen Kaliummangel kommen, ja, Kaliummangel wäre eine Gegenanzeige für dieses Medikament. Das heißt, wenn Sie gleichzeitig Digitalis geben und Kaliummangel haben, ist das eine gute Methode, jemanden über den Jordan zu befördern. Ja, hat man früher gemacht. Die Großmutter, wenn sie vererben sollte, Entwässerungsmittel und Digitalis, Digimerk oder sowas gegeben, ein paar Tage, hochdosiert genug, die Sache war erledigt. Keiner hat es gemerkt. Ja, die ist friedlich eingeschlafen, Herzstillstand, alles gut. Also gefährliche Therapie letzten Endes wollen wir hoffentlich unseren Patienten eben nicht antun.
Und das schränkt eben die Einsatzmöglichkeiten enorm ein. Obwohl die Pflanzen hochwirksam sind, gar keine Frage. Aber sie haben eben hohes Nebenwirkungspotenzial. Das müssen wir auch immer mit beachten. Gilt für Rezapin zum Teil eben auch. Nicht so jetzt wie hier, aber auch was die Nebenwirkungen angeht. So, und die zweite Spalte eben, oder dritte Spalte, aber zweite Gruppe, stammt aus dieser Pflanze. Vielleicht erkennt es ja der eine oder andere, gibt es überall eigentlich in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es in Indien auch Weißdorn gibt, diesen Busch. Wenn Sie den genau angucken, sieht er so aus, so ein bisschen ist ein Rosengewächs. Sieht deswegen auch wie so eine Kirschblüte aus, also wie unsere Obstsorten sind auch Rosengewächse. Und geerntet wird üblicherweise eben Blüten und Blätter, also die Spitzen davon, wenn die Blüten noch größtenteils zu sind. Also so wie hier diese kleinen Bällchen. Dann wird es geerntet, damit die Blütenblätter nicht abfallen. Und wenn Sie jetzt durch die Natur gehen, weil der Frühling ist rum, der blüht von Mitte April bis Mitte Mai ungefähr, dann finden Sie so ein bisschen wie Hagebutten aussehende, deswegen auch wieder Rosengewächse, ja, wie Hagebutten aussehende Beeren heißen Mehlbeeren. Und diese Mehlbeeren haben eben auch eine pharmakologisch positive Wirkung aufs Herz. Es hat nicht gereicht, um sie positiv zu monografieren, aber es gibt nach wie vor Medikamente, die das mit Kampfer zusammen auch dann für niedrigen Blutdruck beispielsweise verwenden. Also so sehen die aus und die kann man auch essen. Die wurden auch in schlechten Zeiten als Viehfutter verwendet und sowas. Also schmecken halt mehlig, schmecken nicht besonders gut, aber sind essbar, sind verwertbar und haben eben auch Inhaltsstoffe, die fürs Herz nicht schlecht sind. So, was kann dieser Weißdorn, was andere nicht können? Ich habe Ihnen die wichtigsten Dinge hier mal zusammengestellt. Das ist nicht alles. Ich könnte noch einiges dazu schreiben, aber der Überblick sollte ja gewährt bleiben. Als erstes kann er dasselbe wie die Digitaloide. Er verbessert die Kontraktilität, das heißt, er verbessert die Herzkraft. Und dann kann er eben zwei Dinge, die bei den Digitaloiden genau gegenteilig laufen, nämlich er verbessert die Erregungsleitung, also der Impuls kommt besser durch, und erhöht gleichzeitig die Reizschwelle und schützt damit vor Extrasystolen, schützt vor heterotopen Erregungsbildung, also herzschützend, kardioprotektiv. Das macht er am Herzen. Und er macht am Gefäßsystem eine Verbesserung der Durchblutung, nämlich dadurch, dass das Endothel aktiviert wird. Das bildet wieder mehr Stickoxide und das nicht nur in der Peripherie, was zu einer Senkung des peripheren Widerstandes führt. Das ist eine sogenannte Nachlastsenkung, das ist also das, was sich eben auf den Blutdruck positiv auswirkt. Im Übrigen auch Verringerung dieser endothelkontraktilen Faktoren, also das, was dazu führt, dass sich die Gefäße verkrampfen, verengen, wird gehemmt. Und das wirkt sich natürlich auch aufs Herz aus, nicht nur auf die Peripherie. Das heißt, Sie können auch die Herzdurchblutung damit steigern. Das zeige ich Ihnen gleich mal an so einem Beispiel oder an so einem kleinen Experiment, wo das gemacht wurde. Und es wirkt obendrein antioxidativ. Sie haben hier mal so angedeutet, schemahaft, diese Formeln der Inhaltsstoffe. Das ist standardisiert, dieses Mittel wird standardisiert auf sogenannte Flavonoide, also klassische Pflanzeninhaltsstoffe oder Procyanidine, Oligomere Procyanidine. Und das sind solche Ringstrukturen, man nennt es auch Polyphenole. Und vielleicht haben Sie Polyphenole schon mal im Rotwein, im Zusammenhang mit Rotwein gehört. Ja, das ist das, was auch im Rotwein antioxidativ wirkt. Das sind diese Ringstrukturen, die sind eben auch im Weißdorn drin, auch ohne Alkohol. So, und das ist so ein klassisches Experiment, was einfach mal zeigt, und zwar in der Petrischale zeigt, also in einem Laborexperiment, was Weißdorn leisten kann. Und zwar wurde hier von Patienten, die eine Herztransplantation erlitten haben, sage ich jetzt mal, oder bekommen mussten. Das heißt, es gibt es ja immer noch, dass das schwerkranke Herz explantiert und ein neues Herz reingesetzt wird. Und dieses schwerkranke, explantierte Herz wurde hier genommen, wurde in Streifen zerlegt und diese Muskelstreifen einfach gemessen, ob die sich noch zusammenziehen können. Und das ist das, was passiert, wenn Sie die in die Nährlösung legen. Da passiert nichts, da stirbt noch erst recht langsam ab. Und wenn Sie dieser Nährlösung Weißdornextrakt zuführen, dann kann selbst dieses schwer NYHA4, das ist das schwerst geschädigste Herz, was es gibt, ja, das ist noch die alte Einteilung, New York Heart Association Einteilung, die immer noch verbesserungsfähig ist unter Weißdornextrakt. Dasselbe sehen Sie hier stimuliert mit dem elektrischen Impuls. Je mehr Impulse Sie geben, desto stärker kontrahiert sich der Muskel unter Weißdorn. In der Nährlösung passiert praktisch nichts. Und wir wissen heute auch sehr genau, warum das so ist. Also selbst molekular ist das sehr gut aufgeschlüsselt.
Der wirkt vor allem auf diese Natrium-Kalium-Pumpe. Die wird gehemmt. Dadurch bleibt zunächst mal mehr Natrium hier in der Zelle drin. Das bedeutet, dass dieser Austauscher, der normalerweise umgedreht funktioniert, gedreht wird. Das heißt, Natrium wird rausgepumpt, dafür wird Calcium reingepumpt. Zusätzlich kommt dieser Kalium- und Calciumkanal, der wird geöffnet und es kommt zu einem vermehrten Einstrom von Calcium. Und Calcium ist das Mineral, was in der Muskelzelle zu einer Kontraktion beiträgt. Das heißt, über diesen verstärkten Calcium-Einstrom kommt es zu einer verbesserten Kontraktion. Das ist die Sofortwirkung. Das können Sie innerhalb von Minuten sehen. Aber es kommt noch was dazu. Diese Polyphenole werden eingelagert in die Muskulatur. Kann man nachsehen. Soll ich sie mal angucken? Jetzt nett. Ja, okay. Gut. Ist das auch erledigt? Muss auch sein. Okay. Diese Polyphenole werden in die Muskulatur eingelagert und das dauert aber eine Weile. Das geht nicht innerhalb von 5 Minuten. Und das bedeutet, wenn Sie Weiß dann über längere Zeit nehmen, das sollte mindestens, wenn es jemand was davon haben soll, über mehrere Wochen eingenommen werden, dann wird das Herz auf Dauer gestärkt, einfach durch diese Einlagerung auch. So, und hier sehen Sie dieses Experiment am isolierten Herz. Das heißt, es wurde ein Herz genommen, was mit einer Kochsalzlösung durchspült wurde und der Durchfluss wurde gemessen. Sie sehen hier Koronardurchfluss in Prozent. Und das bleibt ungefähr bei 100%, wenn Sie da Kochsalz durchspülen. Und wenn Sie das Ganze mit einer ganz niedrigen Dosis Weißdorn machen, passiert auch nichts anderes. Ja, es ist halt nicht wirksam. Und in dem Moment, wo Sie jetzt langsam mehr und mehr Weißdorn zuführen, hier 3 Mikrogramm, 5 Mikrogramm, 10, 20 Mikrogramm pro Milliliter, sehen Sie, die Durchblutung wird besser. Und das, was Sie am Endeffekt sehen, wenn Sie hier 20 Mikrogramm haben, Sie können die Durchblutung verdoppeln. Und zwar innerhalb von Minuten. Das Ganze wirkt also ähnlich wie ein Nitro-Spray. Ja? Einfach durch diesen Effekt über dieses NO, diese NO-Ausschüttung. Sie haben ein hochwirksames Mittel mit so einem einfachen Pflänzchen, ein hochwirksames Mittel, um auch die Koronardurchblutung zu verbessern. Neben dem Effekt, was ich erst schon gesagt habe, muskelstärkend und schützend, was diese Extrasystolen angeht. Das heißt, auch wenn wir alle schulmedizinisch derzeit verfügbaren Medikamente nebeneinander stellen würden, es gibt kein Medikament, was einerseits diese Breite an Wirksamkeit hat und gleichzeitig diese praktisch nicht vorhandene Risikofaktoren. Es hat eine riesige therapeutische Breite. Sie können von 10 Milligramm bis 2000 Milligramm da locker am Tag einsetzen. Praktisch keine Nebenwirkungen, wenn mal ein bisschen Magen-Darm, aber das sieht man alle 2 Jahre, vielleicht bei einem Patienten, wenn man es 200 Mal eingesetzt hat, ist das extrem selten. Es hat keine Wechselwirkung, es macht an den Elektrolyten nichts. Also es ist ein unheimlich gut verträgliches und unheimlich breit wirksames Medikament. Und dass das nicht nur in vitro im Laborversuchen gut nachgewiesen wurde, sondern klinisch wirklich vielfach untersucht wurde, habe ich nur mal so eine kleine Zusammenstellung hier. Es gibt viel mehr noch inzwischen, dass es eben das auch wirklich belegt, diese Auswurffraktion, diese Pumpleistung des Herzens wird besser. Gleichzeitig ist der Mensch belastbarer. Die Symptome der Herzinsuffizienz, Atemnot und sowas nimmt ab. Die Lebensqualität verbessert sich. Alles mehrfach klinisch belegt. Und ich habe mal so eine zusammenfassende Studie hier mal rausgegriffen. Das ist so eine Meta-Analyse mit 10 placebo-kontrollierten Studien, Herzinsuffizienz Stadium 1 bis 3, also die ganz schwere, wo schon die Atemnot in Ruhe ist, sind da jetzt nicht dabei, aber die anderen 3 Stadien und letzten Endes kommt genau das wieder am Ergebnis raus, verbesserte Belastbarkeit, reduzierte Herzbelastung, verbesserte Pumpfunktion, verbesserte Lebensqualität. Und das hier unten ist auch wichtig, dass keine Geschlechterdifferenz besteht. Warum? Weil die meisten Herzmedikamente werden nicht an Frauen, sondern an Männern geprüft. Weil die Männer sind die typischen Herzpatienten. Ja, wer kriegt einen Herzinfarkt? Kriegen auch Frauen einen Herzinfarkt. Wer stirbt am meisten am Herzinfarkt? Die Frauen. Weil sie unterschätzt werden, weil die andere Symptome haben. Ja? Und die sind auch nicht gut geprüft. Und bei Weißdorn ist es anders. Viele Frauen sind sowieso pflanzenaffiner. Die wollen lieber ein pflanzliches Mittel als ein chemisches. Männer wollen was Richtiges. Ja? Die wollen... Und deswegen ist auch ein wichtiger Punkt zu sagen, das ist belegt. Und hier sehen Sie mal so ein von diesen Werten hier, die hier gemacht worden sind, ein Wert mal rausgegriffen. Sie sehen hier den Placebo-Effekt, der ist auch immer ja ein bisschen da. Und Sie sehen den Weißdorn-Effekt und Sie sehen, dass das keine Kleinigkeit ist. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Und viele schulmedizinische Medikamente, die wir haben, die hören hier auf. Ja, und dann sagt sie, ja, auch deutliche Überlegenheit. Na klar, ist doppelt so viel. Da sind wir aber bei 4-5 Mal so viel. Ja. Also das heißt,
Pflanzen müssen sich nicht verstecken hinter chemisch definierten Medikamenten, wenn es Extrakte sind, die gut untersucht sind, gut geprüft sind, gut gemacht sind. Die größte Studie, die übrigens diesbezüglich gelaufen ist, da ging es um tatsächlich Mortalität, also harte Endpunkte, wie man das heutzutage nennt, Tod kardialer Ursache, Myokardinfarkt oder zumindest Krankenhauseinweisung, weil wir wissen, dass jede Krankenhauseinweisung, jeder Patient, der einmal mehr ins Krankenhaus muss, aufgrund seines Herzens, verschlechtert sich die Prognose mit jeder einzelnen Einweisung. Ja? Je häufiger sie im Krankenhaus waren, umso schneller sterben sie. Das muss nicht am Krankenhaus liegen, ja? Das muss nicht am Krankenhaus liegen, aber es ist tatsächlich so. Das ist einfach ein Fortschreiten letzten Endes dieser Herzschwäche. Und das, was rausgekommen ist, das Rote ist wie der Weißdorn. Sie sehen in allen Gruppen, die untersucht wurden, eine Verbesserung. Und Sie sehen insbesondere jetzt hier mal in dieser Gruppe D, das sind Patienten mit plötzlichem Herztod gewesen, ein Riesenunterschied, ob die Weißdorn bekommen haben oder nicht. Und dazu muss man sagen, das war eine Studie, das waren Patienten, die waren allesamt leitliniengerecht eingestellt. Das heißt, die hatten alle schulmedizinischen Medikamente, die sie benötigt haben. Und die Hälfte hat Placebo bekommen und die andere Hälfte hat Weißdorn dazu bekommen. Und allein für diese zusätzliche Gabe von Weißdorn haben sie solche Unterschiede. Und das ist das Neueste, was wir haben. Das heißt, wir haben noch ein paar neue Ergebnisse, ich will sie aber jetzt nicht zumüllen, das wäre zu viel, aber das ist eins, was ich Ihnen nicht vorenthalten wollte. Und zwar, was man jetzt festgestellt hat, das ist allerdings auch ein In-vitro-Experiment, also im Labor derzeit noch gemacht, ist ja auch im Leben etwas schwierig zu machen. Wenn Sie Stammzellen, also Zellen, die in der Lage sind, in verschiedenen Richtungen sich zu spezialisieren, wenn Sie diesen Stammzellen Weißdornextrakt dazugeben, dann bilden sich neue Herzzellen. Das heißt, Weißdorn ist zudem, zu all dem, was es jetzt direkt an einem geschädigten, geschwächten Herzen Gutes tun kann, in der Lage, abgestorbene Herzzellen zu ersetzen über neue, regenerativ wirkende Maßnahmen. Also es stimuliert tatsächlich die Bildung neuer Herzzellen. Das kommt ganz frisch aus der Uni in Dortmund. Professor Schade hat diese Versuche gemacht. Die sind noch gar nicht richtig publiziert. Das Bild, was ich hier habe, stammt von einem Poster, was er vorveröffentlicht hat. Also das ist nagelneu in dieser Richtung. Wir wissen um neue Daten, was Ödembildung angeht, dass es endothelabdichtend wirkt, dass sie eben nicht so leicht ein Lungenödem kriegen, dass sie nicht so leicht dicke Beine kriegen. Ja, da wirkt er noch. Und vieles, vieles andere mehr. Und zusammenfassend will ich nur sagen, wenn wir von Herz-Kreislauf-Krankheiten sprechen, sind wir immer direkt so im Krankheitsbereich, aber jeder von uns muss sich klar machen, unser Herz wird schwächer, wird älter, wird schlechter durchblutet, das ist ganz normal. Und das von unseren Patienten auch. Das heißt, wir sollten eigentlich immer diesen Gedanken mit dabei haben, was kann ich Gutes tun, auch auf andere Art und Weise, auch mit Bewegung, mit Entspannung, mit wasserheilkundlichen Verfahren und sowas, ist ja nicht nur die Phytotherapie, ja. Aber Alterungsprozesse sind eben physiologisch und führen letztlich in diese Pathologie hinein. Und dieser Übergang zur Pathologie, zur Herzschwäche, zur Durchblutungsstörung, zur Hypertrophie ist fließend. Es gibt keinen klaren Punkt, wo man sagt, das war noch normal, jetzt sind wir drüber. Es gibt eine ganze Reihe von Pflanzen in der europäischen Heilkunde diesbezüglich. Es gibt gut untersuchte, es gibt nicht so gut untersuchte, der Schwarzdorn zum Beispiel. Oftmals habe ich auch das Bild noch vom Schwarzdorn dabei, weil der immer verwechselt wird, Schwarzdorn und Weißdorn. Wie heißt Schwarzdorn noch? Schlehe. Die Schlehe blüht, hat jetzt auch die Beeren, nur eben keine roten Beeren, sondern diesen schwarz-blauen Beeren. Ja, schmeckt, jeder weiß vielleicht, der es schon mal probiert hat, astringierend. Ist auch eine wertvolle Pflanze, wird auch in der Herzmedizin eingesetzt, aber im Bereich der Hausmedizin oder der traditionellen Überlieferung. Es gibt keine wissenschaftlichen Daten dazu. Also ganz viele Pflanzen, wie Sie es gesagt haben, sind auch im Herz-Kreislauf-Bereich wirksam. Also sicher Hunderte, nicht nur diese 10 oder so, die ich hier gezeigt habe, aber zu denen gibt es halt tatsächlich gute wissenschaftliche Daten. Und was vielleicht auch noch so ein Unterschied ist, wenn wir vielleicht in der Diskussion noch drauf kommen, ich habe Ihnen jetzt bewusst Einzelpflanzen gezeigt. Es gibt natürlich auch Kombinationsmöglichkeiten. Ja? Nur die europäische Medizin strebt immer mehr zu Einzelmedikamenten, um einfach nachzuweisen, das Mittel kann das und bei den Wechselwirkungen wissen wir eigentlich nicht mehr so richtig, was passiert. Ja? Das heißt, das, was zugelassen ist, arzneimittelrechtlich, sind normalerweise nicht mehr als drei
Substanzen. Also sie dürfen nicht mehr als drei Substanzen oder Pflanzen zusammen mischen. Ansonsten sind sie im Bereich, wo man halt nicht mehr so richtig weiß, was passiert. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Es gibt so ein paar Magen-Darm-Sachen oder Erkältungssachen, die traditionell so waren und die jetzt tatsächlich wissenschaftlich belegt haben, dass jede einzelne Pflanze einen Benefit noch zu diesem Gesamtgemisch dazu gibt. Aber das ist weniger als eine Handvoll. Es gibt praktisch nichts mehr, was mehr als drei Inhaltsstoffe haben. Deswegen tendieren wir immer mehr so in diese Einzelphytotherapie hinein, was ja im Ayurveda sicher etwas anders ist. Gut, noch was? Ja, genau. Weißdornpräparate gehören zu den bestuntersuchtesten und wirksamsten bei gleichzeitig extrem guter Verträglichkeit. Und da wäre vielleicht nur noch ein einziges Wort dazu zu sagen, Extrakt ist nicht Extrakt. Das heißt, es ist ein großer Unterschied natürlich, ob ich jetzt einen Weißdorn-Tee nehme, der irgendwo herkommt, oder ob ich ein tatsächlich Medikament einsetze, was entsprechend inhaltsstoffmäßig geprüft ist, was diese wissenschaftlichen Untersuchungen mitgemacht hat und wo ich genau weiß, was ich da habe. Das heißt, wenn wir wirklich in der heutigen Medizin, in der rationalen Phytotherapie von Phytotherapie oder Phytopharmaka sprechen, dann reden wir in aller Regel von Extrakten, die geprüft sind. Also nicht irgendwas, auch nicht Extrakte, die es irgendwo in Geschäften gibt, wo es all die guten Sachen gibt. Ja, es gibt ja heute alles Mögliche überall zu kaufen, sondern da sollte man schon auch in eine Apotheke gehen, wo ich weiß, das ist entsprechend gut und das ist geprüft und dann weiß ich auch, was ich zu erwarten habe und dann passiert vielleicht nicht sowas, dass plötzlich dann doch irgendwas anderes dabei rauskommt, als ich wollte. Gut, vielen Dank. Ich habe jetzt nicht...